Okay, Leute, ich habe irgendwie das Gefühl, dass diese Runde sehr unausgeglichen wird. Ja, wir kommen zurück zum weiteren Part von Mario Kart Wii Online. Übrigens die erste im neuen Jahr und die erste nach dem zweiten Best-of. Und Leute, das Ding hat eingeschlagen. Also, schneiden hat lang genug gedauert, kann ich euch versprechen. Und ich höre erstmal einen schönen Fehlstart raus. Perfekt. Ja, Leute, und vor allem, ich mache das immer so in 50 Parts Abständen, ne? Also das erste war Part 1 bis 50, das zweite 51 bis 100. Das dritte ist dann mit naheliegend, dass das halt bei 150 dann wahrscheinlich kommen wird irgendwann mal. Außer ich lasse mir wieder viel Zeit, aber ja, ich hatte irgendwie Bock auf einmal das Ding zu schneiden. Und ja, ich hatte ein paar gute Ideen. Hat auch ganz gut geklappt. Ja, und das ist natürlich jetzt auch der neue Kanal-Trailer. Das heißt, jeder, der bei mir jetzt am Kanal immer draufklickt, das heißt, dann wird das Video sofort abgespielt. Weil, ja... Das erste war ja auch immer die ganze Zeit so. Also jedes Mal, wenn du drauf gekommen bist auf dem Kanal, hast du das erste Best-of von Mario Kart Wii gesehen. Das machen wir jetzt mit dem zweiten auch. Und wenn das dritte irgendwann kommt, natürlich wird das dann auch der neue Kanal-Trailer werden. Ich meine, ich könnte natürlich einen eigenen Kanal-Trailer machen, aber ja. Dafür hatte ich bis dato nicht so ganz gute Ideen. Leute, bei mir ist das immer so ein Problem. Ich muss gucken, dass ich Ideen sofort verarbeite, weil ansonsten, ne, gehen die irgendwie flöten. Ich meine, ich hatte schon so oft gute Ideen teilweise, wo auch die YouTube-Kollegen gesagt haben, ey, das ist eigentlich ein ganz geiles Ding. Nur ich habe es halt nicht gemacht, weil irgendwie halt dann das die Tage verloren gegangen ist. Deswegen, spontane Ideen, die ich habe, die muss ich eigentlich immer sofort umsetzen. Und ich glaube, jetzt wird es kritisch. Nein! Okay, Max, die Pilz. Okay, ich bin safe. Also fast zumindest. Ich bin safe! Ich bin safe! Ich bin safe! Ja, da kommt ein Stern, da kommt ein Stern. Nein! Ich habe die Roten zu spät abgesetzt. Ey, da wäre jetzt vielleicht der dritte oder vierte drin gewesen. Es wäre auch zu cool, glaube ich. Lol, wir sind Dritter. Achso, das waren der erste und der zweite da vorne schon. Okay, nice. 125 plus, das nehme ich gerne. Ey, Leute, ich hab's gesagt. Ich hab's doch gesagt, die Runde ist seltsam. Vor allem, das ist schon wieder Spiegelmodus. Vorher war es auch Spiegel. Alles klar, Rainbow Road of Mirror Mode. Nein, bitte nichts. Da fahre ich jetzt sicher ein paar Mal runter. Die meisten glauben immer so, ja, Mirror Mode ist ja nichts Neues, ist halt einfach nur spiegelverkehrt. Nee, nee, das macht schon einen Unterschied. Das macht wirklich einen gewaltigen Unterschied. Also ich hatte schon oft so Situationen, wo ich auf einmal so vom Reflex her in die komplett andere Richtung gelenkt bin, weil ich halt missachtet habe, dass das eben gerade Spiegelmodus ist. Nein, nein, stimmt, ich muss jetzt auch wieder nach links. Okay, das wird chaotisch werden. Ja, Leute, by the way, aber ich habe eine andere coole Geschichte noch, und zwar, ich bin... endlich mal hellwacher morgen. Es ist unglaublich, aber ja, es stimmt tatsächlich. Und zwar, ich nehme das Ganze jetzt gerade um 7:30 am Morgen auf. Und normalerweise schaue ich da aus, als wäre ich eine wandelnde Leiche. Weil, ich sag so, wie es ist. Ich meine, ich sag zwar immer ab und zu, ich bin früh aufstehen. Das kommt ab und zu auch mal vor. Aber es kommt... Ich fahre schon die ganze Zeit so nah am Rand. Warum tue ich das eigentlich? Warum tue ich das eigentlich? Ich klinge gerade gefährlich. Sehr gefährlich sogar. Ja, was ich gerade sagen wollte. Ich sage ab und zu mal immer, dass ich früh aufstehe bin. Das kommt immer darauf an, wann ich halt Arbeit habe. Weil da stehe ich dann meistens schon teilweise um 4 oder 4:30 auf. Da habe ich dann den Schlafrhythmus natürlich intus. Aber in der Regel hasse ich es am Morgen aufstehen. Aber jetzt, letzte Nacht, ist es irgendwie passiert, dass ich auf einmal so um 9 Uhr, also kurz vor der, wo wieder ein Part rauskam. Also ich habe den Part rausgebracht und dann bin ich irgendwie pennen gegangen. Und ja... auf einmal war ich um 6 Uhr hellwach wie sonst. Nie. Das ist... nein! Nein, nein, nein. War irgendwie klar, dass das jetzt gleich passieren wird. Ich war die ganze Zeit so nah am Rand, ich weiß aber auch gar nicht warum. Liegt das am Decay gerade, weil der so ein schlechtes Handling hat? Schon wieder, ich war jedes Mal da an den Rand. Nee, ich glaube, das hat was mit dem Spiegelmodus zu tun. Nicht mehr, nicht weniger. Also ich soll es vielleicht ein bisschen weniger riskant machen. Vor allem die Runde ist ja eigentlich nicht mal so schwierig zu spielen. Ihr seht ja, ich bin jetzt noch immer Dritter, obwohl ich runtergefahren bin. Was machen die da eigentlich alle? Ja, ich bin... ja, klar. War klar, dass ich den jetzt abbekomme. Nicht nochmal, nicht nochmal! Werd groß, werd groß, werd groß, werd groß. Danke. Also die ersten beiden sind natürlich relativ weit weg. Die Scheiße. Ja, wieder kein Item gekommen. Verdammt! So scheiße, jetzt bin ich falsch rum. Okay, dann muss ich kurz meinen Bogen fahren. So wollte ich es eigentlich auch nicht haben. Fahren die gerade alle runter? Ich fahre runter! Warum tue ich das? Ja, jetzt bin ich Sechster. Gut, hat sich erledigt. Nein, du wolltest...
Kacke. Zum Glück bin ich da gewesen. Mann, ey, ich war so nah dran an der guten Platzierung. Jetzt ist da hinter mir noch die Rosalina. Ja, kann ich vergessen, aber ich... Leck mich. Okay, der Funky Kong ist, glaube ich, gestürzt, tatsächlich. Vielleicht kriege ich den fünften noch raus, aber der ist leider groß jetzt. Ja, kann ich knicken, kann ich knicken. Vielleicht fahre ich auch noch runter, wollte ich gerade sagen. Okay, das zum Glück nicht. Och, Mann. Die ganze Zeit so am dritten, vierten Platz gewesen und dann fahre ich da einmal so dumm runter und alles ist für die Katz. Vor allem schon wieder an der gleichen Stelle, wie davor auch. Ich bin sogar nur siebter, wenn ich der Bitte überholt hat. Aber zum Glück haben die alle so viele Punkte, das heißt, die kriegst du sogar noch beim siebten Plus, alles klar. Jetzt kommt die Strecke auch. Schon wieder Mirror Modus! Was zur Hölle? Ist da irgendwie eine Voreinstellung gerade, dass wir nur Spiegelmodus fahren, oder was ist das? Drei Rennen, dreimal Spiegel. Ah, die wollen mir echt gerade ein bisschen was antun, habe ich das Gefühl. Okay, goldener Blitz gleich dir. Goldener Blitz vor allem, genau Markus, genau. Goldener Blitz. Mhm. Ich meine, das wäre auch mal was Neues. Vielleicht so eine zweite Art von Blitz. Es gibt so einen gelben, der ganz normal schrumpft und dann gibt es einen blauen, der... Oder, nee, warte mal, das würde keinen Sinn machen. Ich wollte gerade sagen, der würde ja auch dann schrumpfen. Ich wollte sagen, so in die Richtung von dem Mini-Pilz, aber würde ja gar keinen Sinn machen. Vielleicht... Nein, jetzt habe ich eine Wolke bekommen. Wer weiß, was die von Nintendo in Zukunft aushacken. Dass es wirklich mehrere Arten von gewissen Items gibt. Ich meine, die Eisblume, auf die warte ich ja auch noch immer. Und ich hoffe, dass bei dem Nachfolger eine Eisblume... Ja, klar, jetzt schiebt... No, ich wollte auf das Turbofeld warten. Ja, ja, bestimmt! Das war eine absolute Schnapsidee. Ich dachte, das Turbofeld wird viel schneller kommen. Nein, es kommt gar nicht. Okay. Eine Fehlentscheidung und du bist abgeschlagen, Letzter. Ich meine, wäre auch sonst langweilig, oder? Vor allem im Online-Modus. Ich meine, hätte ich das jetzt gemacht in der Offline-Runde, dann wäre ich wahrscheinlich sogar noch immer Erster. Weil ich ja davor schon einen guten Vorsprung hatte. Und jetzt bin ich auf einmal wieder Dritter. Ich sag's dir, diese Runde, die ist absolut seltsam. Und der hat einen Dreierpack roten. Ja, kann ich vergessen. Und jetzt habe ich hier eine Wolke bekommen. Ich habe den Drama gehört. Nein! Verdammt! Ja, gut. Ich war klein. Maxi-Pilz. Okay, jetzt bin ich wieder groß. Nein, lol, das kann man nicht rammen. Schade. Ey, das ist jetzt aber richtig geil. Stell dir vor, einer will mich rammen, weil ich gerade klein bin und ich nehme den Maxi-Pilz in dem Mob. Nein! 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 Das ist nicht wahr! Jetzt habe ich mich gerade so gefreut, dass ich es abgewandt habe. Du Scheißdreck, Alter! Das geht auch wieder nur in Wii. Es ist so typisch Mario Kart Wii-like. Ja, jetzt bin ich wieder Vorletzter. Und werde es auch bleiben. Die sind alle so weit weg jetzt. Wenn der jetzt noch einen Kugelwilli kriegt, dann bin ich sowieso raus. Okay, nee, der fährt runter. Ist auch das einzige Sinnvolle, was er machen konnte, weil Chancen hat er keine mehr. Nein, aber trotzdem, wie dumm war das denn? Ja gut, jetzt komme ich leider mit dem Minus raus. Ich hoffe, das war die einzige Aktion in die Richtung. Jetzt kommt die nächste Strecke, die meine Peinigung wird. Aber zum Glück kein Spiegelmodus. Das wäre es jetzt aber auch gewesen, wenn da oben... Ich habe jetzt gerade wirklich links oben auf dem Bildschirm schon gestartet und gehofft, dass da jetzt nicht Mirror steht. Wenn doch, dann ja. Hätte ich gleich direkt disconnecten können. Das wäre das gleiche gewesen wie der letzte Platz hier. Weil Leute, mit der Strecke habe ich echt Probleme. Aber trotzdem, was war das gerade für eine Aktion da auf der Toads Factory? Ich dachte, ich wäre safe und ich war es nicht. Ich habe mich gerade so gefreut, dass ich den Abschluss nochmal abgewandt habe und dann werde ich trotzdem nochmal runtergeballert. Okay, nächster Maxi-Pilz. Ja, I don't know, also die Folge schreibt jetzt schon wieder ihre eigene Geschichte. Und zeigt, dass es nach dem Best-of genau so weitergehen wird. Das war sowieso eine Sache, die ich gerade noch erwähnen wollte vom Best-of aus. Und zwar, man sieht einfach, was da teilweise alles passieren kann. Vor allem Sachen, wo man dachte, die könnten gar nicht sein. Vor allem zum Beispiel, ich wusste nie, dass man bei DK Jungle da über diese Seilbrücke drüber fallen konnte. Ich dachte wirklich, das wäre eine unsichtbare Wand mit Blockade. Und ne, war scheinbar doch nicht. Gut, das habe ich. Ja klar, jetzt... Oh... Da hat der eine sich doch mal gedacht, komm, setz den Blitz vorher ein, bevor... Wobei, ne, geht gar nicht, geht gar nicht.
Das kann gar nicht sein. Wobei, D-Sync, man weiß ja gar nicht. So, gerade bin ich noch Erster. Warum schießt die ganzen Bananen ab? Okay, ich habe zwar getroffen. Der ist relativ nah dran an mir. Hilfe, 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 Hilfe. Habt ihr gerade ein Item gehört? Ja, es war klar, war klar, war klar. Ich muss jetzt echt, ich muss mir jetzt wirklich Angst haben. Ja, klar! Aber zum Glück habe ich die Rosalina mitgenommen. Ja, ey, ist das jetzt euer Ernst? Ich denke jedes Mal, ich wehre irgendwas ab und dann kommt die nächste Scheiße auf mich. Ja, der Erste ist auf alle Fälle hinfällig. Du! Kein Kommentar, weil sonst sage ich jetzt was ganz schön Beleidigendes. Eine Runde lang Erster und dann kommt alles wieder auf mich zu. Wieder plus 5, ey. Das sind so die Trost 5 Pluspunkte. Davor auch im zweiten Rennen. Ja klar, bei so einem schönen Part darf die DK Summit auch nicht fehlen. Da wo alle wieder ihre Super Shortcut nehmen und ich wieder blöd aus der Wäsche gucke. Aber Leute, ein positives Ding, wieder kein Spiegel. Nicht positives Ding, ich mache einen Fehlstart. Ja, ja, soll so sein, soll so sein. Ich würde sagen, wir nehmen das mit Humor einfach, was hier gerade passiert. Anders kann ich es gerade eh nicht verarbeiten. Ich brauche meine Kraft hier für den nächsten Part, weil ich will heute, wenn es geht, zwei Parts in Folge aufnehmen, deswegen. Mehr schaffe ich bei der Aufnahmesession eh nie. Ich meine, könnt ihr euch vorstellen, dass ich früher mal 10 Folgen Mario Kart 8 Deluxe am Stück aufgenommen habe? Könnt ihr euch das vorstellen? Wahrscheinlich nicht, aber nach der 10. Folge war ich halt gefühlt erstmal für einen Monat down. Da konnte ich gar nichts mehr machen, weil mich diese Folgen so geflasht haben. Traurig aber wahr. Könnte ich mir heute gar nicht vorstellen. Stell dir mal vor, ich würde 10 Folgen Mario Kart Wii in Folge aufnehmen, weil ich... keine Ahnung, irgendwie jetzt 3 Wochen lang nicht zum Aufnehmen komme. Das wollte ich ja ursprünglich während der Bundesheerzeit machen, aber weil ich da ja auch 2 Monate lang gar keine Zeit hatte für irgendwas. Und das hat dann im Endeffekt dann eher so semi-gut funktioniert. Ich hab gedrückt, was soll das? Was soll das? Ich hab gedrückt, eindeutig. Ey, das ist jetzt mittlerweile echt lächerlich. Ich kann keine Blitze hier mehr sehen. Das ist wieder eine Katastrophe. Gut, das habe ich wenigstens geschafft. Jetzt kriegt der vor mir wieder einen Dreierpack-Rotner. Ich könnte wirklich weinen. Und wie soll ich das jetzt abwehren? Ah, so kann ich es abwehren. Oder er ist vor mir, das kann natürlich auch sein. Der will aber auch das Ganze nicht abschießen. Er weiß ganz genau, an welchen Stellen er abschießen muss, weil ansonsten bringt es nichts. Und Leute, der Rote ist wirklich nur an geraden Stellen das Beste. Ich mach's trotzdem jetzt mal. Mit der Hoffnung, dass ich treffe. Und ich treffe. Ja, auch solche Kurven gehen. So, ich setze jetzt ein, weil ich rieche schon den Blitz in meinem Arsch. Okay, nee. Vielleicht auch nicht. Ist ja klar, wenn ich was gegen den Blitz hätte, dann kommt er nicht. Wäre auch zu schön, oder? Jetzt bin ich Vierter. Okay, ich muss das jetzt ausnutzen. Ja, klar, natürlich ist der jetzt an der Stelle, wo ich bin. Eine Wolke! Eine Wolke! Wobei, ich bin schneller als er, das ist das Gute. Ah, das heißt, er konnte mich überholen. Ja, wenigstens im 5. gesaved. Plus 3. Das sind weiterhin die Mitleidspunkte. Aber Leute, ich bin trotzdem glücklich. Der eine 3. Platz hat mir viel gebracht. 125 plus, das ist mein Highlight. Und ja, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.